Also ich finde, wir haben noch nicht genug gespielt. Jetzt gibt es eine Portion Fußball. Es geht zur alten Försterei. Ja, das Zuhause vom ersten FC Union, wissen Sie natürlich alle. Aber nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die vielen Fans. Ja, sagenhaft, was die für eine Stimmung machen. Unterstützt von Wumme. Früher mal Punker, heute der Mann für die Stadionmusik. An Gassenhauer denkt wummelbürgerlich Sven König garantiert nicht, wenn er zu Hause in Oberschöneweide seine Playlist zusammenstellt. Wohlfühlmusik zur Massenanimation für den 26-Jährigen ein Graus. Ich finde Schlagermusik oder sowas so zum Schunkeln animiert, sowas muss nicht unbedingt sein im Stadion. Die Auswahl trifft er selbst, lässt sich dabei auch von Wünschen der Fans inspirieren. Rund 30 Titel hat Wumme für dieses Abendspiel ausgesucht, ist vorbereitet auf alle Spannungsumschwünge auf Sieg oder Niederlage. Die Musik gesaugt aus dem Netz, gespeichert auf dem Laptop. Natürlich lange vorbei die Zeiten, als er mit Platten- oder CD-Koffer loszog. Aufbruch 2 Stunden vor Spielbeginn. Zu diesem Zeitpunkt hat Wumme bereits eine 8-Stunden-Schicht als LKW-Fahrer hinter sich. Den Job als Stadionbeschaller, DJ möchte er partout nicht genannt werden, macht er seit 6 Jahren ehrenamtlich. Einziger Lohn, der exklusive Blick aufs Spielfeld und die Besonderheit seiner Musik. Lieder aus Charts oder die hoch in Charts vertreten sind, die spiele ich eher nicht so gerne. Also sollen denn auch, ich gebe halt gerne auch mal unbekannteren Bands oder Liedern halt die Chance hier. 90 Minuten vor dem Anpfiff. Wumme startet mit Hold Me Tight von Kitty, Daisy and Louis. Eine eher softige Nummer, es hören ja eh nur Ordner und Schiedsrichter zu. Dann öffnen die Kassen, die Zuschauer strömen. An den Reglern gibt Wumme etwas mehr Gas. Klar freue ich mich, wenn einer auch zu der Musik, die ich speziell auswähle, den Kopf mitnickt. Aber es ist schon so, dass ich hier keine Musik zum Schunkeln dabei haben will eigentlich. Aus den Boxen dröhnt Children of the Revolution von T-Rex, als sich die Teams warm machen. Einen Schlager übrigens hat Wumme in all den Jahren nur ein einziges Mal gespielt. Wir haben uns einfach nur den Spaß gemacht, Nicole mit ein bisschen Frieden zu spielen, um ein bisschen so die Stimmung runterzubringen, kann man mal sagen. Noch 5 Minuten, es wird heiß. Höchste Zeit für die Union-Hymne von Nina Hagen. Spätestens ab da ist Wumme nur noch Fan. Gänsehaut, einfach nur Gänsehaut. Und auch wenn gleich die Stelle kommt, wo es heißt, wir werden ewig leben. Immer noch Gänsehaut. Dort drüben fieberte er seit seinem 11. Lebensjahr mit. Auch jetzt hält es Wumme nicht in seiner Kabine. Während des Spiels ist Musik ohnehin tabu. Einmal jubeln nach Simon Terodes Siegtor gegen Braunschweig. Danach zittern, bangen, leiden. Für 90 Minuten ist Wumme einfach nur einer von 17.000. Boah, geschafft. Aber gar nicht so einfach, jetzt den Schalter wieder umzulegen. Die Feierstimmung auf Rängen und Rasen aber macht es ihm leichter, seinen Job an diesem Abend ordentlich zu Ende zu bringen. Aber das ist das Gute halt, dass man hier erstmal eine Runde gehen lässt. Kann ich erstmal runterkommen, mich sammeln. Und in 4-5 Minuten bin ich dann erst wieder dran. Mit This is How It Feels von Inspiral Carpets beendet Wumme eine halbe Stunde nach Spielschluss sein Programm. Und kann sich 18 Stunden nach dem Weckerklingeln endlich auf das Feierabendbier mit seinen Kumpels freuen. Einmal noch in dieser Saison wird er die Regler aufziehen. Am kommenden Sonntag beim letzten Heimspiel gegen Rostock.